Weil Aloha hast du nicht hergehört. Ich traue mir Aloha nicht her, weil ich bin ein unverbesserlicher Bandgitarrenspieler. Und da hat ein Freund von mir ein paar Musiker zusammengestellt und da war der Daniel dabei und er war damals schon einer von den besten Gitarristen, die durchsprachen. Gehst du langsam besser? Oder ist der Allweilung belast? Fällst du vielleicht leichter, wenn du einen der Schulden gefunden hast? Du sagst, oh lieb, alles was man braucht zum Überleben. Wenn wir uns nicht kümmern, wer's nicht bei uns bleibt. So hab ich dich enttäuscht grad, die verlassen auf deinem Weg. Du tust, als hättest du mir verliert. Du bist, dass ich genauso leb. Doch es ist spät ein Nacht und es ist erschwann, die Vergangenheit ans Licht zu zahlen. Wir sind auch eins, doch wir sind nicht die Same. Wir müssen uns ertragen. Daniel Stelter.
vor 13 Jahren das unglaubliche Glück gehabt, wenn man zufällig in Frankfurt eine Plattenaufnahme hat. Und da hat ein Freund von mir ein paar Musiker zusammengestellt und da war der Daniel dabei und er war damals schon einer von den besten Gitarristen im deutschsprachigen Raum. Und ich habe ihn damals überreden können, dass er in meiner Band mitspielt. Und es hat sich sehr bewährt. Ich habe sehr viel gelernt. Und ich muss sagen, manchmal denke ich mir, ich mache die Band nur, weil das so unglaublich schön ist, wie die Musiker mit mir spielen. Und der Daniel ist einfach eine Farbe in dieser Band, musikalisch, die unglaublich ist. Wir sind in Partenkirchen, da heißt die Konin Brunz. Das ist
Jedenfalls, das ist so, sein Problem war folgendes. Er sagt, früher, wo ein junger Typ war in der Metal-Szene, ja, da haben die natürlich den Wacken gespielt, Wacken Open Air. Drei Tage lang Schlamm und Regen und alle Leute griffen den Dreh rum, verstehst du? Die Band spielen dauernd, ja, da hat er zum Teil stundenlang gespielt. Ewig lang. Und gleich schmeißt er Bierdosen auf, und er fängt es auf, sauft, schmeißt es zurück und so. Ja. So der frühere ist machen können. Jetzt sagt er, geht es nicht mehr, weil wenn ich wieder was trinke, dann muss er hinten aus. Das war kein Problem früher. Das ist ein Ausgang, wenn der Gitarrist das Solo gespielt hat, ist er ein Ausgang und hat geschwarzt, wieder reinkommen. Jetzt sagt er, wenn er hinaus muss zum Wieseln, dann spielt die Band sechs Songs, bis er wieder herein ist. Und dadurch sind wir uns näher gekommen. Und ja, dann haben wir oft, das ist ja natürlich, der Typ war ja Weltstar, ja, das war nicht so wie bei mir. Und wir haben dann oft Retreats gemacht. We were doing some kind of retreat, Alpine Retreat. Wir sind zum Beispiel irgendwo in den Zugspitzmassiv aufgegangen oder hinter dem Zugspitzmassiv, wo schon in Österreich habe ich geht, und haben uns irgendwo im Hinten gesucht und haben drei, vier Tage lang komplett jegliche Verbindung zur Zivilisation abgeschnitten. Wir sind aufgegangen. Wir haben, wenn wir noch jünger waren, Carsten Augustiner mitgenommen und wo Stroh rum. Und dann haben wir als erstes haben die Stroh rumgedrungen, damit wir die Festplatte in ihrem komplett löschen. Ist das nicht? Dass du am nächsten Tag in der Früh aufwachst und nichts mehr weißt. Und du bist von allen Sorgen befreit. Wir haben uns dann vorher nur die Telefonnummer von der Horm aufgeschrieben, damit der unglaublich schön. Und das ist rein, du gehst raus, du in der Früh ist so ein Brunnen und du steckst deinen Kopf rein, Gebirgswasser und du brauchst auf kein Haltbarkeitsdatum schauen. Das Kind früh aus dem Hahn raus. Und dann hat er gesagt, George, I have to do a pee. I got to go to the toilet. Ich sage, was heißt, Lemmy, was heißt, go to the toilet? Ja. Ich sage, big business or small business? Und er, groß hat er miss. Ich sage, where's the toilet? Und ich sage, da, hier. Na, das ist Engländer, verstehst du? Die haben keine Berge, das hat er nicht verstanden. Das ist also ein Abbruchkant gewesen, das fiel der Big Oliver. Also da huckst du hin, sag ich da. Du hast dein Zeichen unter. Ja, da sagt er, das Vogelschütze hat Schild. Er hat Angst, wenn du was runterlässt, dass er wegen der Alpendohle anscheißt. Also da brauchst du keine Angst haben. Die Dohlen sind so schnell, die fliegen vorbei, schauen, ist da was Verwertbares dabei und biegen sie ab. War sehr schön mit dem Leben. Und wir haben da unglaublich schöne Abende verbracht. Und das Interessanteste war dabei gewesen, dass er, du denkst, ist so ein rauer Metal-Typ. Ja? Ich sage, Lemmy, wie ist es zurzeit? Er sagte, ihm kotzt diese Metal-Musik an. Am liebsten darf er bloß nicht daheim sitzen und stumm muss es machen. Genau, und an dieser Stelle komme ich ins Spiel. Und dann haben wir dann Lieder gespielt. Wunderschöne Zittersachen und Hartbrett, alles mögliche. Und da hat er zum Teil geweint. Geboren. Ich sage, Lemmy, wein dich aus, es schaut keiner zu. Und ich erzähle es auch nicht, solange du nur lebst. Zum Beispiel ist hier. Seit 5 Jahren auf der Wiesn und nicht beim Robbie Willen im Konzert. Ich hab wahrscheinlich den falschen Partei gewählt. Irgendwas scheint's mach ich doch verkehrt. Ich fahr noch allweil mit
die alten Autos und lieb noch allweil mit der Seelfrau. Klamotten kauf ich nur im Secondhand-Laden und ich muss zugeben, dass ich fast mir Fernsehen schau. Doch ich geh fast jede Woche mal ins Kino und zwischendurch noch lies ich mal ein Buch. Ich spiel nicht Golf, ich fahr viel lieber Rad und Freitagabend stimmt manchmal wer am Besuch. Daniel! Der von der Elfie ist Kapitän.
sich so sein sehen. Kein übler Typ, aber auch nicht wirklich toll. Wie sie oft so sind, im ganz normalen Rock'n'Roll. Schaffst du durch Wacko-Po-Problem? Dann läuft das Ganze doch nicht wie noch klar. Und jeder denkt, oh mein, das geht daneben. Du selber kämpfst dir blöd vor, die Welt schaut vorwurfsvoll. Musst du dieses in dem gnadenlosen Hemmungsheil und bodenlosen das erste Kind, das war ein Buhl, das war mein irgendwo in der Natur. Den Winter drauf waren sie schon zu viel. Sie wusste nicht wie, aber irgendwie ist es passiert. Es fiel dann Hand und Kapital. Doch ihr Figur ist immer noch fast ideal. Das Konto ist die meiste Zeit im Soll. Wie es oft so geht, im ganz normalen Rock'n'Roll. Manchmal ist es du und manchmal du. Stimmt schon vor. Ganz normalen
zwar not. Im Zug spielen wir, der ausschaut klar, wie das der was Wort in der Hut. In Not sein wurde, Glück sei, der im Fängnis schuf verzog. Er hat den fetten Knebel, zwei Jungen fast aus Drog. So dick wie der Dreischau, frisst ja bloß Keks. Schwergewicht besandt, jedes Haupt ein Mast betrieb.
es ist der Horn. Entsetzt, wie ordinär das ist. Okay, inzwischen ist es nicht mehr so schlimm, weil jede Influencerin mit 14 Jahren bringt schon sowas. Also, ohne das Spiel. Ha ha.
Sonne holt, wie geht die Welt schon her? Du bist was los im Haus, von beiden kommst her. Thank you.
Und danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören.